Rita, komm raus! Komm raus! Sind die neue selben Leute drin wie vor 2 Jahren? Aber ich habe das Gefühl, mit einem anderen Anzug. Das könnte sein, ja. Ich habe das Gefühl, wir sind ja bei Olfers in der Unterwelt, Mann. Wie kommst du denn da raus? Opernpublikum, siehst du das nicht? Oh, Opernpublikum. Ja, kennst du einen hier, den du nicht kennst? Voll Teufel, Mann. Nein. Furchtbar. Ekelhaft. Nee? Ansonsten sind sie dieselben Leute. Ja, ja, also. Aber mich wundert nur eins. Ja. Nur ist der regierende Bürgermeister da, hier? Ja, ja, da ist er, richtig. Müsste ja der Adenauer eigentlich auch da sein, nicht? Nein, der darf ja nicht. Wieso, der darf nicht? Der darf nicht, der war ja heute schon im Fernsehen. Nein, nein. Laut Koordination darf ein Schauspieler nur einmal am Tage im Fernsehen sein. Wenn wir das im Text geschrieben hätten, da hätte ich aber gelacht. Aber sowas regt einen ja an, nicht? Natürlich, klar. Ja. Also, wenn dieselbe Stimmung ist wie vor 2 Jahren. Da bitte, bitte! Hat ja einer angeklatscht. Na bitte. Einer, was? Die spielen jetzt schon mit, du. Was wird das erst später werden, wenn wir Ihre Belange jetzt noch dran kriegen? Vorläufig geht es Ihnen ja niemandem was an. Also, pass mal auf. Ja. Also, du, das war einer von der Konkurrenz. Warum? Nein! Der will uns unsicher machen. Nein! Es war einer von der SPD, der dachte, es ist eine SPD-Veranstaltung. Glaube ich mir. Bestimmt. Ach, du meinst, weil Berlin ist eine SPD-Stadt? Natürlich. Natürlich gegen den Willen der SPD. Wieso gegen den Willen? Wieso gegen den Willen, was die in letzter Zeit alles mit... Was die angestellt haben, um sich Schaden zuzufügen, das sieht ja nach geheimer Absicht aus. Wirklich. Glaube ich mir. Immer in Berlin? Immer in Berlin, ja, natürlich. Ja. Aber dass der auch da ist, das habe ich nicht gedacht. Na ja. Der sah immer so wie ich aus, so ein bisschen ohne Humor. Also. Ja. Aber was haben Sie denn angestellt hier? Angestellt? Na, in der Verwaltung, einen nach dem anderen. Na, hör mal. Ah, hör mal. Was denn für welche? Alles Menschen aus dem Buchhandel. Was? Aus dem Parteibuchhandel. Hey, ja. Alle. Das sagt man nur so, das ist ja Volkesmund. Nein, Volkesstimme ist Springers Organ. Hey, ja. Der Organist ist hier, du. Sami, zeig ihn mal, der ist so schön. Er schaut mich ganz beleidigt an. Schmollen kann er auch noch. Was sondert dieses Organ denn ab? Ja, nur. Also diese Nestliteratur des deutschen Menschen, ja? Ja. Achso, du meinst das deutsche Gazettenkartell da? Davon rede ich gerade, ja. Ja. Die sondern, also so Überschriften haben die, so Blöcke, so oben drüber, so Balken, ja. Da steht zum Beispiel also, Khrushchev verrät Ulbricht. Das wäre eine verdienstvolle Gemeinheit. Ja, nu, aber klein steht drunter, verrät Ulbricht, wie man Wodka trinkt, ohne sich den Bart zu bekleckern. Ja. Die Überschriften kenne ich. Ja. Ähnlich so. Köln verliert gegen Hertha BSC. Nein, ich sage meine Mannschaft. Nicht die Nerven und gewinnt 5:0. Ja. Das sind kommunistische Äußerungen. Nein. Jawohl. Ja, mal, Mensch. Bring doch hier nicht einen ernsten Ton in unser Plaudern. Kommunisten, sie sind Kommunisten. Nein, das stimmt eben nicht. Kommunisten sind eben nicht Kommunisten. Was meinst du denn, wie viele Teile der Ostblock zerfällt? Das kommt drauf an, von wo aus man ihn fallen lässt. Ja, was meinst du? Gut, aber was meinst du zum Beispiel, was du bist, wenn du Albanese bist? Da bin ich ganz schön beschissen dran, du. Richtig. Da bist du nämlich gegen Tito. Ja, und was hast du, wenn du Tito bist?
unbedingt Angst. Nee, nee, nee. Da hast du alle Hände voll zu tun, weil links musst du Khrushchev die Hand drücken und rechts musst du die Dollar zählen. Ja. Und wenn ich Khrushchev wäre, was mache ich dann? Da machst du da nichts aus deutsche Kommunisten. Ah ja, und wenn ich so einer wäre, was hätte ich dann? Ja, dann hättest du keine Ahnung, was die Polen von dir denken. Und wenn ich in Pole wäre, was müsste ich dann? Ja, ganz zufrieden sein, dass China weit weg liegt. Sehr weit weg. Ja, und wenn ich nun Chinese wäre, was hätte ich dann? Sag mir jetzt nicht ein Lokal in Westdeutschland. Nein. Dann hetzt du. Was? Dann hetzt du gegen Khrushchev, Ulbricht, Gomulka und den Rest der Welt. Das ist doch... Ja, nur ihn sei. Wir müssen uns ja gegen die Übermacht aus dem Osten, müssen wir uns ja sichern. Wie sichern? Wir müssen uns bevölkern. Was? Wir müssen mehr werden. Jawohl. Wir müssen mehr Kinder haben. Deutschland erwacht. Du musst ins Bett. Jawohl. Kinder ab jetzt auch, ja? Der Gruner wird persönlich. Nein, das ist aber richtig, was du sagst. Sag ich doch. Ja, wirklich, es ist wirklich richtig. Ab sofort müsste jede deutsche Familie 7 Kinder haben. Richtig! 7 ist noch nie allein geblieben. Also sofort nach Hause und anfangen damit. Es ist nämlich so, ja? Ja. Nein, 7 ist allein geblieben, das hast du ganz richtig gesagt, ja? Der Adolf hat nämlich auch mit 7 angefangen. Richtig, in München. Was guckst du mich dabei? Ja, so. Aufgehört hat er mit 99%. In Österreich? Ja, so. Da hat er ja heute noch 50%. 50%, Schliebowitz hat 52%. Ja. Und was hat die FDP? Die FDP, die hat nicht mal Schliebowitz. Naja, eben. Wenn der Mende wenigstens Leowitz hieße, nicht? Ja, warum bitte das? Dann könnte man ihn runterkippen. Ja! Ja, hast du recht. Im Kippen ist er Autodidaktor. Ja. Kippen Erich. Ja. Junge. Also, der Dehler wird das ja nie lernen mit dem Kippen. Was hat denn der Dehler mit der FDP zu tun? Junge, der ist da Mitglied. Das halte ich für ein Gerücht. Der gehört zu den Gründern. Zu den Gründern? Ja. Da kannst du mal sehen, was aus einer Partei werden kann. Guck die CDU an, da siehst du mal, was aus keiner Partei werden kann. Da guck dir die SPD an, da kannst du mal sehen, was aus meiner Partei werden kann. So. Was denn, die SPD ist deine Partei? Die tut manchmal so. Kinder, ihr könnt euch doch nicht so verladen. Ja, du. So geht's doch nicht. Übrigens, was bleibt denn übrig? Haben wir alle Parteien... Alle Parteien haben wir durch. Na, was bleibt übrig? Rest CSU. Das ist ja keine Partei, das ist ein Kinderschreck. Man. In netter Form natürlich. Ja, so was. Ja, klar. Ganz verrückt drauf. Ja. Ganz verrückt drauf, ja. Du, da fällt mir übrigens ein, das ist ja entsetzlich. Du sagst Kinderschreck, wo wir unsere Kinder alle gerade nach Bayern schicken. Na, höre mal. Seid ihr selber schon? Was? Ihr schickt eure Kinder nach Bayern? Natürlich. Da muss ich was ungeheuer missverstanden haben. Warum? Ich dachte, das wäre umgekehrt. Freiplatz Berlin, Berliner Luft, die schicken die Kinder hierher. Da muss dich der Lotterieonkel völlig falsch informiert haben. Welcher Lotterieonkel denn? Der Jochen Richard. Ist der Lotterieonkel? Ja. Voreinander, nacheinander da. Genau, diesen, natürlich. Mann, das ist doch umgekehrt. Wir sollen unsere Kinder rausschicken nach Westdeutschland, die westdeutsche freie Luft. Nee, das ist in der Luft, die kannst du auch nur noch zum Ausatmen verwenden. Zum Einatmen musst du dir schon was Vernünftiges besorgen. Ja, da hast du auch recht. Die Landluft ist ja auch nicht mehr dieselbe. Wie mit dem Schnee hat sich alles verschlechtert. Ja, also, ja. Ist ja alles, wenn du dir heute überlegst, in der Landwirtschaft hat sich alles automatisiert, mechanisiert. Ja. Alles. Der Mist kommt so schnell auf den Acker, der hat ja gar keine Zeit mehr zum Stinken. Glaub ich nicht. Wir leben in einer Diesel-Rokoko-Zeit. Ja, ja. Den schreibe ich mal auf, den mach ich nochmal. Aber es ist so, weißt du, mit der Roman ist nicht mehr. Nein. Pferde und so gibt's gar nicht mehr. Nee, wirklich? Nee, also ich kenne einen Berliner Jungen, der weiß noch gar nicht, wie ein Pferd aussieht.
Ach nee. Tatsächlich, den haben sie nach Franken aufs Land geschickt, ja? Ja. Kein Pferd mehr zu sehen. Ach. Haben sie dem Bamberger Reiter gezeigt. Oh, jetzt weiß ich auch, warum die Berliner Polizei beritten wird. Was ist beritten? Beritten wird sie. Die Berliner Polizei. Wie die Remonte? Ja, nein! Die Berliner Polizei, die Senatscowboys, die sie hier. Richtig, aber das stelle ich mir prima vor, du. Grünrock auf Grauschimmel mit Blaulichter. Ja, ja. Ja, weil das hat nämlich einen Grund, weißt du, wenn die also, wenn da so Aufläufe sind oder so irgendwelche Demonstrationen. Unruhen. Die, Unruhen kann man es auch nennen, nicht wahr? Mit drei U. Genau, natürlich. Und da rumreiten, ja, da haben die Menschen Respekt vor den Pferden. Stimmt, ja, vor Pferden haben sie komischerweise immer noch Respekt, ja. Ja, ja, ja. Das kann ich dir aber erklären, woran das liegt. Ja? Ich muss erstmal, ja. Das liegt daran, dass also das Pferd, ja, im Auge des Pferdes vergrößert sich der Mensch 6-mal. Und vor nichts anderem hat der Deutsche mehr Respekt als vor seiner eigenen Größe. Ja. Ja, aber halt, halt! Wo willst du denn hin? Du kannst doch nicht einfach abhauen, wenn du... Das war als Schlusspointe gedacht. Naja, dafür war es... Langsam. Entschuldige, man musste mich doch vorher informieren. Nicht Wer nicht informiert, kann wenigstens nicht falsch informieren. Das ist eine billige Ausrede. Nein, das ist ein Zitat von unserem bayerischen Ministerpräsident. Denten. Hm? Denten? Ja. Nee, das ist ja Gott sei Dank bloß einer. Nein, das heißt Denten von unserem bayerischen Ministerpräsidenten. Du musst den Dativ anwenden. Dativ anwenden? Ja. Fürchte, das hilft bei dem auch nicht mehr. Na ja. Das kannst du aber gar nicht sagen. Also hier bei uns in Berlin war da sehr vernünftig gesprochen. Du. Ist überhaupt komisch. Wenn jemand hier in Berlin eine Rede hält, dann klingt es plötzlich immer so herzlich. Ne? Ja. Ja. Weißt du, so als wenn er sich dabei was gedacht hätte. Als wenn er sich dabei gedacht hätte, dass es um Himmels Willen auch herzlich klingt. Ja, ja, ja. Na, ist ja bei den Filmfestspielen ist es ja ganz anders. Warum? Na, da sprechen ja gelernte Schauspieler. Nein, nicht alle, die nach Berlin kommen, lügen. Ja, aber was Größtliches. Nicht alle, die lügen, kommen nach Berlin.